Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über 6 einfache Man-Bun-Styles. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Dazu musst du einfach auf Abonnieren klicken und das kostet gar nichts. Null. Niente. Du würdest mich nur ein bisschen supporten und das würde mich sehr freuen. Und wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, ja, der vielleicht ein bisschen Nachhilfe braucht bei seiner Frisur, dann teile einfach das Video mit dem, ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos ein bisschen helfen kann. Instagram habe ich selbstverständlich auch. Wenn du Lust hast, folg mir auch gerne auf Instagram. Heute spreche ich über die 6 häufigsten und einfachsten Man-Bun-Styles, die es so gibt. Es gibt natürlich insgesamt viel, viel mehr Varianten, ja, als die ich jetzt im Video hier vorstelle, aber ich habe gedacht, fangen wir jetzt mal ganz einfach an und sprechen über die 6 einfachsten und gängigsten Man-Bun-Styles. Und am Ende des Videos werde ich auch noch darüber sprechen, welchen Man-Bun-Style ich favorisiere und wie ich es eigentlich im Laufe der Zeit jetzt immer gemacht habe. Starten wir mit dem ordentlichen High-Bun. Bei dem High-Bun bindest du dir den Man-Bun so ordentlich wie nur möglich zusammen und versuchst auch, dass alle Haare in den Man-Bun reinkommen. Den ordentlichen High-Bun bindest du dir so hoch wie möglich am Hinterkopf zusammen und bitte nicht verwechseln mit dem Top-Knot, den du dir ganz oben auf deinen Kopf zusammenbindest, denn der High-Bun sitzt einfach ein kleines Stückchen tiefer als der Top-Knot. Wenn du den High-Bun oder auch einen Top-Knot machen möchtest, dann kannst du das Ganze am besten kopfüber machen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich mit meinem Buddy Khan in einem Video erklärt, also falls dich das interessiert, checkt das gerne mal aus. Der nächste Style ist der ordentliche Middle-Bun. Ihr könnt es euch bestimmt schon vorstellen, beim ordentlichen Middle-Bun bindet man sich den Man-Bun in der Mitte des Hinterkopfes zusammen. Auch da versucht man natürlich, dass alle Haare in den Man-Bun ordentlich reinpassen und du alle Haare in den Man-Bun reinbekommst. Falls deine Haare zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht noch zu kurz sind oder vielleicht hast du auch schon zu viele Haare, ja, dann kannst du dir auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung von kleinen Bobbypins holen und die Haare halt ein bisschen in den Man-Bun reinmachen, sodass es halt wirklich schön, ordentlich und gepflegt aussieht. Und nein, Leute, das ist nicht weiblich, du möchtest einfach nur gut aussehen. Und solche Bobbypins sind echt super, super günstig, findest du auf Amazon. Und wenn du die Teile auch in den Haaren drin hast, ja, man sieht das gar nicht. Also von daher alles easy. Als nächstes kommt der, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, der ordentliche Low-Bun. Hier bindest du deine Haare relativ weit unten am Hinterkopf zusammen. Und da versuchst du natürlich auch, dass es schön ordentlich und gepflegt aussieht und dass alle Haare in den Man-Bun reinkommen. Und das ist eigentlich die gechillteste und entspannteste Variante, weil das Spannungsgefühl bei dieser Variante am geringsten ist. Ich habe die ganze Zeit von einem ordentlichen High-, Middle- oder Low-Bun gesprochen. Und das Ganze kann man natürlich auch unordentlich machen, sprich im Messy-Look. Und welchen Style du am besten findest, das kommt natürlich mal A, ganz drauf an, was für ein Typ du bist, B, was für einen Style du generell hast und C, am Ende des Tages, was für dich eigentlich am entspanntesten ist, ja. Und da kann man sich auch nichts vorschreiben, sondern einfach mal ausprobieren und schau einfach mal selber, was dir persönlich am besten taugt. Und in meinem Video zum Thema Männerfrisuren 2019 habe ich auch schon gesagt, dass es einfach in diesem Jahr ein bisschen natürlicher wird. Also wenn du natürlich einen messy Look haben möchtest, dann in diesem Jahr. So, starten wir mit dem Messy High Bun. Um den Look zu kreieren, kann ich euch übrigens empfehlen, euch einen halbwegs ordentlichen High Bun zu machen und dann die Haare einfach ein wenig aufzulockern. Dann kann man nämlich ganz easy entscheiden, wie messy der Look am Ende des Tages aussehen soll. Also alles ein bisschen auflockern, aufpassen, dass das Zopfgummi sich dabei nicht löst und schon ist der Look ready. Und das gleiche könnt ihr natürlich auch beim Messy Middle Bun machen, also alles einfach ein bisschen auflockern, alles easy, ein bisschen lässiger das Ganze angehen lassen. Und wenn hier oder da dann auch mal ein Haar rausfällt, ja, und bei dem Look passt das echt ganz gut, dann einfach Haare hinters Ohr und fertig. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch die gechillteste Variante von allen, den Messy Low Bun. Und Leute, ganz ehrlich, am Anfang habe ich gedacht so, das gefällt mir gar nicht, aber jetzt, wenn ich mir das so anschaue, finde ich das echt gar nicht so schlecht zum aktuellen Zeitpunkt und ja, im Sommer, ja, mit kurzer Hose, ganz entspannt, warum nicht? So Leute, und jetzt stimmt mal bitte hier oben ab, welche Variante euch am besten gefällt, ich bin gespannt. Ist es der ordentliche High-Bun, der ordentliche Middle-Bun, der ordentliche Low-Bun oder der Messy High-Bun, der Messy Middle-Bun oder der Messy Low-Bun? Ich bin echt gespannt, was euch am besten gefällt. Und jetzt nochmal kurz zu mir, wie habe ich das Ganze denn gemacht? Seitdem ich jetzt meine Haare echt so lang habe und mir einen vernünftigen Man-Bun machen kann, habe ich eigentlich immer so versucht, ein, ja, so ein Mittelding zu machen zwischen High-Bun und Middle-Bun. Ja, also irgendwie so da in der Mitte. Das war eigentlich so mein Favorite und ich habe es auch immer relativ ordentlich getragen. Also habe meine Haare versucht, immer schön in den Man-Bun reinzubekommen, weil das für mich zu meinem Style einfach besser passt. Wenn ich im Laufe des Tages so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es ein bisschen zu streng ist oder dass es spannend
Spannungsgefühl einfach zu doll ist, dann habe ich es auch hier und da mal gelockert. Habe das eigentlich immer so gemacht, wie ich Lust und Laune hatte. Und wenn ich das Ganze gelockert habe, dann kann es auch mal sein, dass der Man-Bun einfach so ein bisschen runterrutscht, weil du dann auch das Zopfgummi an sich ein bisschen löst. Und dann kann es auch mal sein, dass dann zum Middle- oder zum Low-Bun runterrutscht. War mir aber auch echt Latte, weil am Ende des Tages ist es ja so, du musst dich wohlfühlen und das ist das Wichtigste. Und mein Angebot besteht natürlich nach wie vor. Wenn du da draußen dir unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, dann schick mir einfach eine E-Mail mit deiner Frisur an info@dalin-korte.com und ich antworte dir mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die zu deinem Haartyp passen. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht ein bisschen Nachhilfe braucht beim Thema Haarstyling oder generelles Styling, dann teilt gerne das Video mit euren Freunden, mit euren Bekannten, wie auch immer. Ich freue mich über eure Kommentare. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.